Nochmal tut, dann werde ich den Bengel skalpieren. Nein. Und seine Mutter auch. Er wollte dich nicht auf die Stirn treffen. Nein, ich habe eigentlich auf seine Nase gezielt. Nein, das tut er nicht, Brandon, nein. Das war doch nur ein kleiner Witz. Witz, ach so. Na gut, dann werde ich mal noch einen Witz über Kidnapping erzählen. Was meinst du, wird CC sagen, wenn er entdeckt, dass der kleine Schweißfuß-Indianer hier ist und nicht im Camp? Schätzchen, tat das weh? Ich habe noch ein großes Schokoladeneis für dich. Es ist in der Küche, im Kühlschrank. Du kannst es dir entnehmen, ja? Okay, Mom. Onkel Kies, kann ich meinen Pfeil zurückhaben? Okay, Brandon, du kriegst einen Pfeil. Hör auf, Kies. Du bist ja nur sauer, weil du es nicht geschafft hast, Victoria etwas anzuhängen. Brandon hat nichts damit zu tun, also reiß dich jetzt zusammen. Ich will dir was sagen, Gina. Der Bengel muss ins Camp, bevor auffällt, dass er weg ist. Du kriegst sonst Schwierigkeiten und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich bin Schatz. Oh, hallo. Mein Gott, du hast mal wieder den ganzen Laden leer gekauft, Kelly. Ich glaube, du kennst Eleanor Norris, oder? Ja. Hallo. Ich glaube, ich kenne sie. Verdammt. Was ist passiert? Wieso sitzt du in diesem Ding? Auf jeden Fall sitze ich nicht sehr bequem. Also, ich begreife nicht, was das soll. Ich sitze seit gestern Abend in diesem Ding und ich werde so lange hier sitzen bleiben, bis mir klar wird, was es bedeutet, im Rollstuhl zu leben. Ich kann dir sagen, es ist kein Vergnügen, Pearl. Eine ziemlich frustrierende Erfahrung. Okay, du hast also geträumt, du liegst im Hospitalbett. Das war vielleicht im Armeelazarett, wo man dich nach deiner Verwundung gesund gepflegt hat. Woran erinnerst du dich noch? Ich sagte dir doch, dass ich nicht darüber sprechen will. Wieso hast du dann damit angefangen? Was weiß ich, weil ich davon geträumt habe. Ich bin damit aufgewacht. Ich weiß auch nicht, das hat mich beschäftigt. Also gut. Ich war in diesem Zimmer. Und irgendjemand anders war noch bei mir. Und du weißt nicht, wer es war? Eine Frau, aber ich konnte sie nicht erkennen. Ich konnte nur sehen, dass es eine Frau war, nicht mehr. Vielleicht ist das die Frau, von der du mir schon erzählt hast, über die du dich so aufgeregt hast. Keine Ahnung, ich finde, das ist nebensächlich. Jane, das ist nicht nebensächlich. Wenn dich deine Erinnerungen quälen, dann musst du darüber reden, damit ich dir helfe. Hör zu, Eden. Ich will deine Hilfe nicht. Kannst du das denn nicht verstehen? Diese Träume haben nichts zu bedeuten. Kapier das doch endlich! Du tust mir weh. Was ist los? Gott, das habe ich nicht gewollt. Ich wollte dir nicht wehtun. Ja, ist schon gut. Eden, bitte. Bitte sieh mich nicht so verängstigt an. Es tut mir leid, ich halte es einfach nicht aus, wenn du mich so verängstigt ansiehst. Verstehst du denn nicht, warum ich nicht darüber sprechen will? Ich meine, jedes Mal, wenn sich dieser Schleier hebt und meine Erinnerungen zurückkehren, dann gerate ich in Wut und Panik. Das ist meine einzige Entschuldigung für mein Verhalten. Eden, außer dir habe ich niemanden auf der Welt. Bitte verzeih mir. Ich verzeih dir, Kane. Aber ich mache mir Sorgen. Und da ist noch etwas, woran ich mich wieder erinnere. Wie soll ich sagen, dieser Wunsch, dir zu helfen. Dieses Gefühl, als ob ich die Fähigkeit hätte, irgendwie bewirken zu können, dass du wieder laufen kannst. Und dir zu zeigen, dass du es auch aus eigener Kraft schaffen kannst. Kane, genau so ist es früher gewesen. Du hast an mich geglaubt und du hast nie aufgehört daran zu glauben, dass ich irgendwann wieder gesund werde. Weißt du was, Eden? Wenn es einen Menschen gab, der in meinem früheren Leben nur gut zu mir war, dann warst du es. Die schönen Erinnerungen, die ich habe, sind mit dir verbunden. Es sind die einzigen, vor denen ich mich nicht fürchte. Was ist? Was hast du? Ich habe etwas gespürt. Ja? In deinen Beinen? Hast du das gesehen? Ja. Es hat sich bewegt. Kane, genau so war es das letzte Mal. Zuerst spürte ich es und dann bewegte es sich ganz von selbst. Ich will, dass Cruz das erfährt. Würdest du mich zu Cruz fahren, Kane, sofort?
Also, unser Kontaktmann hat ein Auto mit drei Männern entdeckt, und zwar da, wo Mason das letzte Mal gesehen wurde. Und der Fahrer des verdächtigen Wagens war ein Indianer. Und was ist mit dem anderen Mann? Der Mann, der allein hinten im Wagen saß, hatte dunkle Haare und einen Bart. Und es war nicht möglich, den Wagen zu verfolgen? Nein, leider nicht, aber wir suchen ihn jetzt. Keine Sorge, wir geben so schnell nicht auf. Oh Gott, ich hoffe, es war nicht Mason. Ich hoffe nur, er ist möglichst weit von unserem mörderischen Freund entfernt. Hören Sie, wenn das alle Informationen waren, dann möchten wir Sie nicht länger aufhalten. Kelly, Elena wollte einen Tee mit uns trinken. Nein, schönen Dank. Ich kann jetzt auch gar nicht. Ich habe eine Verabredung in ungefähr... In ungefähr 20 Minuten. Und die Sache ist wichtig, also ich muss sowieso gehen. Schön, dass wir uns mal unterhalten konnten. Ich auch. Es war sehr nett. Wiedersehen. Danke für den Besuch. Ich wollte nur nicht unhöflich zu ihr sein, verstehst du? Ich meine, sie und Cruz sind Tag und Nacht auf der Suche nach mir. Ja, sicher, aber wir können ebenso direkt mit Cruz reden. Ich kann sie nicht leiden, das ist doch nichts Neues, oder? Wie sie Cruz jetzt den Hof macht, finde ich geschmacklos. Es wäre ein Fehler, ihr zu trauen. Elena Norris ist nicht der Grund für Edens Probleme mit Cruz, wirklich nicht. Vielleicht hast du recht, das kann ja sein. Aber das nächste Mal, wenn ihr euch unterhalten wollt, dann trefft euch doch bitte nicht in meinem Haus. Ach, nun ist es auf einmal dein Haus. Als letzte Woche der Wasserhahn kaputt ging, da war es mein Haus. Pass auf, was du sagst. Okay, es ist unser Haus. Und du weißt, wie schrecklich ungeschickt ich in diesen Sachen bin. Na gut, dann würde ich vorschlagen, wir wechseln das Thema. Wir müssen doch keinen Streit haben. Willst du das Thema wechseln? Wegen Elena? Hey, was soll das denn? Heißt das etwa, du bist eifersüchtig? Immerhin komme ich nach Hause und finde euch zwei hier sehr vertraulich auf dem Sofa sitzen. Und das tut mir weh, Jeffrey. Ich finde es irritierend und das hat gar nichts mit Eifersucht zu tun. Ach so, wo tut's weh? Sag schon, wo tut es weh? Hier? Oder vielleicht hier? Oder hier? Was soll das, Jeffrey? Wie kommst du darauf, dass du so einen Streit mit mir gewinnst? Wieso denn? Ich wusste gar nicht, dass wir einen Streit haben, aber wenn du darauf bestehst... Nein, eigentlich nicht, Jeffrey. Weißt du, wenn das Flugzeug deines Vaters gestern etwas später gekommen wäre, dann wären wir zwei jetzt Mann und Frau. Bist du sehr unglücklich, dass es nicht so ist? Ach, ganz und gar nicht. Nein, denn weißt du, auf diese Weise habe ich... ganze Vorfreude zum zweiten Mal, Liebling, das finde ich gut. Und du wirst wieder ganz in Weiß auf mich zugehen, gekleidet wie ein Engel. Ich hoffe, du wirst nicht enttäuscht sein. Ich habe mir eben Dutzende von Stoffmustern angesehen. Weißt du, was ein Engel trägt? Ganz egal, was du trägst, du wirst immer wie ein Engel aussehen, jedenfalls für mich. Oh, das will ich auch hoffen. Tu mir einen Gefallen, Kelly, und sag zwei kleine Wörter für mich, okay? Zwei Wörter? Ich will. Komm schon, eine Generalprobe, damit morgen alles klappt. Ich will. Und ich auch. Wie ich sehe, sind alle versammelt. Zeigen Sie mal, dass Sie ein guter Verlierer sind, Keith. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Die Unschuld meines Mandanten steht seit gestern endgültig fest. Wann stellen Sie das Verfahren ein? Sofort, wenn Sie wollen. Die Anklagen gegen Ihre Klientin sind hiermit fallen gelassen. Zufrieden? Und jetzt erhebst du Anklage gegen Paul, wegen Kindesentführung, ja? Du kriegst wohl nie genug, Tori. Ich will, dass dieser Mann vor Gericht gestellt wird. Hase, ich kann wirklich nicht jeden Mann vor Gericht stellen, der behauptet, mit dir im Bett gewesen zu sein. Und wenn Paul das behauptet, musst du das mit ihm selbst klären. Das ist eine Geschmacksfrage, Schätzchen. Wieso beschützt du diesen Mann? Und wann werden Sie den Richter sehen? Wahrscheinlich heute Mittag. Allerdings werde ich vorher etwas essen. Wieso verschieben Sie das Essen nicht? Dann ist der Fall ein für alle Mal erledigt. Wenn Sie so wollen. Oh, der große Meister höchstpersönlich. Julia, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Was ist denn los? Ich muss Sie leider verlassen. Ihre Schwiegertochter wird gern bereit sein, Sie über alles ins Bild zu setzen. Was soll das? Was hat er gemeint, Tori? Ich kann dir die erfreuliche Mitteilung machen, dass die Anklage gegen mich zurückgezogen werden musste. Hey, pass bloß auf, Cruz. Ach, das ist alles gar nicht so einfach. Ich fürchte, der Winkel für diese Rampe ist falsch konstruiert worden. Mhm. Ich habe fast eine halbe Stunde gebraucht, um mich anzuziehen heute Morgen. Kannst du dir vorstellen, was es bedeutet, die Hosen anzuziehen, wenn du deine Beine nicht fühlst? Es ist eine deprimierende Erfahrung, glaub mir das. Ich verstehe schon. Ich finde es gut, was du da machst. Mhm. Offenbar hast du die ernsthafte Absicht, herauszufinden, wie sich jemand wie Eden unter diesen Umständen fühlt. Ja, ich versuche mich ganz einfach in ihre Lage zu versetzen. Naja, Cruz, nur ist das... Das ist die einzige Möglichkeit.
Ja, ich verstehe das, aber vielleicht geht es dabei um mehr als um die Schwierigkeiten, sich morgens anzuziehen und sich, wenn nötig, alleine einen Kaffee zu machen. Sicher, du hast recht, Pearl, aber das Einzige, das ich jetzt tun kann, ist konsequent sitzen zu bleiben. Cruz, pass auf, hinter dir! Was war da? Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen dir und Eden, Cruz. Und zwar kannst du im Notfall aufstehen. Also, ich habe nicht gesagt, es ist überflüssig, was du tust. So war das nicht gemeint, wirklich nicht. Okay. Na gut. Hast du noch was anderes auf dem Herzen? Also, mich beschäftigt da etwas und ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Tja, irgendwie kommt mir Eleanor verdächtig vor, das weißt du ja. Und kürzlich da hört Carmen zufällig, wie sie telefoniert und ja, wie sie... Ja, ich weiß. Ich habe die Geschichte über die Pillen schon gehört. Du weißt schon Bescheid? Woher? Ist doch völlig egal, woher ich Bescheid weiß. Das spielt keine Rolle. Vergiss es, Pearl. Du solltest eins wissen. Ich hatte Eleanor sowieso schon in Verdacht. Dann sag mal, was hältst du von ihrer Begründung für ihr, sagen wir, äußerst ungewöhnliches Interesse an Kanes Medikamenten? Ich fand ihre Begründung irgendwie plausibel. Was sie erzählt, das war in sich stimmig. Jedenfalls auf den ersten Blick, würde ich sagen. Was ich wirklich nicht verstehe, ist ihr großes Interesse an Kane. Das habe ich vom ersten Moment an nicht verstanden, Cruz. Was werden wir jetzt machen? Ich weiß auch nicht, was wir unternehmen können, Pearl. Wir dürfen die beiden nicht aus den Augen lassen. Soll ich? Ja, mach auf. Oh mein Gott. Hallo, Eden. Cruz, es ist etwas passiert und ich wollte, dass du Bescheid weißt. Pearl, hallo. Ja, komm rein. Ich, ich schick dir nachher den Chauffeur. Oh, danke, Kane. Hey, warten Sie mal. Könnten Sie mich vielleicht ein Stückchen mitnehmen, Kane? Ja. Also bis nachher dann, Pearl. Bye-bye. Bis dann. Bis dann. Was soll denn das? Nun, ich habe gedacht, vielleicht verstehe ich so, wie es dir geht. Oh. Also, was ist passiert? Etwas Wunderbares, Cruz. Ich werde mal kurz sehen, was Kies macht. Ich bin gleich wieder da. Nun, ich wollte mich entschuldigen. Ich hatte Zweifel an dir, das tut mir leid. Deine Entschuldigung kommt zu spät. Ich verstehe deine Verbitterung, Victoria. Ich hoffe, ich kann das irgendwann wieder gut machen. So ein Verhalten lässt sich nie wieder gut machen. Ich hielt es für das Wichtigste, zunächst meinen Enkel zu beschützen. Nein, deine Aufgabe wäre es gewesen, mich zu beschützen. Mein Mann war schließlich Victoria, nicht da. Ich hatte den Eindruck, dass Chip bei dir nicht sicher war. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Es tut mir leid. Was soll ich denn noch sagen? Oh Gott, wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie wichtig es für mich gewesen ist, in eure Familie aufgenommen zu werden. Nun, das ist jetzt vorbei. Für immer. Ich habe meine eigene Familie. Ja, das hast du. Ich bewundere dich dafür, dass du dein Kind verteidigt hast. Ich werde nie wieder versuchen, es dir wegzunehmen. Es ist dein Kind. Das war es immer, Sissy. Danke vielmals. Ein anderer an meiner Stelle würde jetzt vielleicht große Triumphgefühle entwickeln, aber solange dieser widerliche Paul noch frei ist. Ach, ich sollte mich zurückhalten. Wir können bloß hoffen, dass die Polizei ihn findet. Ich fürchte, mehr können wir im Moment nicht tun. Dann macht er wahrscheinlich woanders weiter. Und das nächste Mal haben seine Opfer vielleicht nicht so viel Glück wie wir. Ich war völlig überrascht, Cruz. Wir unterhielten uns gerade, Kane und ich. Und ich meine, er hat mich gar nicht angefasst. Und ich fühlte etwas. Und dann sah ich, wie sich das Bein bewegte. Das ist fantastisch. Also versteh mich nicht falsch. Ich meine, ich hoffe, das geschah nicht nur in meiner Fantasie. Es war keine sehr starke Bewegung, so weiß ich. Du hast dir das bestimmt nicht eingebildet. Ich bin sicher, das wird wieder passieren. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Nun, Kane hilft mir sehr, Cruz. Nein, Kane hatte nichts damit zu tun. Du hast es getan und du kannst es wieder tun. Hör zu. Versuch dich ganz stark zu konzentrieren. Du kannst es schaffen, ich weiß das. Erinnere dich mal an das Gefühl in dem Moment, wo es passierte.
Du hattest doch den Wunsch, dass es passiert, oder? Und dann hat sich dein Bein tatsächlich bewegt. Stimmt's Ihnen? Eine Frage des Willens. Also, versuch's einfach. Kann ich dir irgendwie helfen? Es war keine Einbildung. Ich meine, ich hab's gesehen und auch gefühlt. Ja. Cruz, es tut mir leid. Ich hätte nicht herkommen sollen. Nicht doch, Baby. Ich bitte dich. Es war wichtig, herzukommen. Ich bin so froh. Du weißt nicht, wie gerne ich dir dabei helfen würde, wieder gesund zu werden. Du wirst es schaffen, Eden, da bin ich ganz sicher, ohne Frage. Niemand glaubt mehr an dich als ich. Ich weiß, dass du gesund wirst. Ich habe keine Lust auf ein Picknick, tut mir leid. Aber ich habe es Brandon versprochen. Er wischt sich die Kriegsbemalung ab und dann gehen wir in einen Park, wo uns keiner entdeckt. Nein, Gina, das ist viel zu riskant, das werden wir nicht tun. Wir bleiben hier, ist das klar? Und macht das Brandon auch klar, das ist Paul. Hey, warte mal, ich will diesen Kerl nicht in meiner Wohnung haben. Was ist, wenn er Brandon hier sieht? Vielleicht kommt er noch auf die Idee, ihn zu verkaufen und dann... Oh, ich hatte Sie bereits erwartet, Paul. Bitte kommen Sie doch rein. Sie kennen Gina? Ja, sicher. Sie mussten Victoria also gehen lassen? Ja, ich musste sie gehen lassen. Und jetzt hören Sie mal zu, Freundchen. Sie verschwinden jetzt aus Santa Barbara und zwar schnell. Verlassen Sie Santa Barbara und kommen Sie nie wieder. Hey, warum die Eile? Ist jemand hinter mir her? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaub's einfach nicht. Ist Ihnen das denn nicht peinlich, dass Sie bei einer so idiotischen Lüge erwischt wurden? Sie haben hier ausgespielt, Sekretär. Okay, ich hab's verpatzt. Na und? Ich konnte wirklich nicht wissen, dass die mich so genau unter die Lupe nehmen würden. Tun Sie mir einen Gefallen, denken Sie nicht, das können Sie nicht. Lassen Sie das, Kies. Sie können sich nicht alles erlauben. Gehen Sie nicht zu weit. Mascha und ich haben eine Idee, die Sie interessieren könnte. Machen Sie Witze? Ich will nichts hören. Ich habe kein Interesse an Ihren Ideen. Kapiert? Sie gehen. Sie verschwinden aus Santa Barbara. Und wenn nicht, werde ich Sie festnehmen lassen. Nein, das werden Sie nicht, Timmons. Denn Sie waren unser Rechtsbeistand. Oder etwa nicht. Sie hängen genauso drin. Sie hängen genauso drin wie wir. Und wissen Sie was? Wir werden die Stadt erst dann verlassen, wenn wir es für richtig halten. Verstehen Sie? Sie haben uns gar nichts zu sagen, Kies. Ich rufe Sie mal an, alter Junge. Gina, bis dann. Und was ist, wenn er doch in der Stadt bleiben sollte? Hast du daran schon gedacht? Ja. Was wirst du dagegen tun, wenn er und seine Schwester einfach weitermachen? Gina, kümmere dich um deine... Mom, ich finde meine Sachen nicht. Die sind im Schrank, Brandon. Hör zu, ich fürchte, es klappt heute mit dem Picknick nicht. Lass uns doch einfach hier bleiben. Wir können doch basteln, wenn du willst. Na gut. Und was machen wir? Tüten kleben, Liebling. Deine Mutter weiß, wie das geht. So, das wär's. Ist doch nicht übel hier. Sie sollten öfter ausgehen, Kane. Ich finde es wirklich gut, dass Sie meine kleine Einladung angenommen haben. Ich hatte nie viel übrig für Restaurants. Nun, das wundert mich nicht. Ich meine, wenn jemand gerne in Restaurants geht, dann wird er kaum in die Wildnis ziehen. Jedenfalls können wir uns jetzt ein bisschen unterhalten und uns kennenlernen. Prost, Kane. Ich bin nur hier, weil ich nicht weiß, was ich tun soll, bis Eden zurück ist. Sie sind ein ehrlicher Mensch, Kane. Ich war ebenso überrascht wie Cruz, als Eden plötzlich ankam. Ich finde allerdings, es kann nicht schaden, wenn die beiden mal Gelegenheit haben, miteinander zu reden, und zwar unter vier Augen. Sie kennen die beiden wohl schon ziemlich lange, oder sehe ich das falsch? Ja, natürlich. Haben Sie das nicht gewusst? Kane, ganz unter uns. Cruz war völlig verzweifelt, als er hörte, dass Eden tot sei. Er wäre niemals darüber hinweggekommen. Und dabei gab es eine Menge Frauen hier in Santa Barbara, die glücklich gewesen wären, Cruz über diesen Verlust hinweghelfen zu können. Mhm. Das gilt auch für jemanden, der in Cruz Detektivagentur arbeitet. Elena Norris, sie ist ganz scharf auf ihn. Auch wenn sie aussehen würde wie eine griechische Göttin, sie hätte absolut keine Chance. Cruz hat sich nie für sie interessiert. Aber Sie müssen sie doch kennen, oder? Ah, erinnern Sie sich? Ich glaube, ja. Sie ist nicht übel, oder? Wenn man vom Teufel spricht, sehen Sie nur. Hätten Sie was dagegen, wenn ich... Aber nein. Hey, kennen wir uns nicht von irgendwoher? Sie kommen mir so bekannt vor. Bist du ganz allein? Nein, bin ich nicht. Ich plaudere gerade mit unserem Naturfreund. Willst du dich nicht zu uns setzen? Oh,
Nein, wie hat sich das denn ergeben? Oh, sehr, sehr einfach. Ah, Eden ist bei Cruz und Kane hat sich gelangweilt. Das ist alles. Komm, setz dich zu uns. Nein, wirklich, ich kann nicht. Ich war gerade im Büro. Ich bin auf der Suche nach Carmen. Ich wollte ihr noch was Wichtiges sagen. Ist das dein Ernst? Du suchst sie hier? Carmen ist nie da, wo man sie gerade sucht. Aber setz dich, komm schon, komm. Ich mache euch bekannt. Kane, ich habe Ihnen doch von Elena Norris erzählt. Also hier ist Elena. Miss Norris? Hallo Kane, wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. Schön, das höre ich gern, aber ich kann wirklich nicht bleiben. Tut mir leid, vielleicht ein anderes Mal. Ich bringe Sie nur zur Tür, bin gleich wieder da. Denkst du wirklich, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst? Ich verstehe nicht. Du fragst dich offensichtlich immer noch, ob ich an seinen Medikamenten war, richtig? Seinen Medikamenten? Du bist wirklich ein bisschen komisch, Elena. Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen. Dann sehen wir uns aber nachher im Büro. Ja. Hallo. Ah, hallo. Zwei. Na, wie geht's? Danke, prima. Gut. Ich finde, wir sollten eine Flasche Champagner trinken und feiern. Wir haben es verdient. Oh, ja. Wieso bewegen Sie sich nicht? Wieso tun Sie nicht, was ich will? Es ist zwecklos. Nein, Eden, sag das nicht. Du hast gerade erst angefangen. Du erwartest zu viel. Du denkst wohl, ich benehme mich wie ein verzogenes Kind. Ein Kind, das immer nur rummaulen kann. Cruz, du weißt nicht, wie hart ich gearbeitet habe, sonst hättest du nicht diesen Hass auf mich. Wie kommst du darauf, dass ich dich hasse? Das ist alles so frustrierend. Verstehst du das denn nicht? Es hat alles offensichtlich gar nichts genutzt. Es war alles Zeitverschwendung. Und es war alles nur für dich. Für wen denn sonst? Wenn du nicht wärst, hätte ich schon längst aufgegeben, Cruz. Jeder Gedanke, jeder Traum, jeder Wunsch, den ich die ganze Zeit hatte, drehte sich nur um dich. Nur die Hoffnung, zu dir zurückzukehren, hat mich aufrechterhalten. Aber du hast es doch geschafft, stimmt's? Du bist zu mir zurückgekommen und ich bin hier. Ja, aber nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Nicht so, wie ich es wollte. Nicht als jemand, der wieder gesund ist. Wann wirst du es mir endlich glauben, Eden? Versteh doch, ich liebe dich, so wie du bist. Das stimmt nicht. Sei ehrlich. Es macht mich verrückt, dass ich dir nicht geben kann, was du willst. Ich würde alles für dich tun. Ich würde dir alles geben, aber ich kann es nicht. Weil du zu stolz bist, dir von mir helfen zu lassen. So ist es doch. Ich will in deine Arme laufen, Cruz. Ich kann es nicht. Du weißt ja gar nicht, wie wichtig das ist. Und für ein paar Sekunden vorhin, da dachte ich, es wäre jetzt soweit. Okay, okay. Lass uns eins klarstellen. Du hattest einen Rückschlag und bist deprimiert. Das ist völlig normal. Was ich gar nicht gut finde, ist dein Verhältnis zu Kane. Denn offenbar glaubst du, er verfügt über magische Kräfte, die dich heilen. Aber das ist Unsinn. Die Magie steckt in dir. Nicht in diesen Burschen, Eden, sondern ausschließlich in dir selber. Es hat doch keinen Sinn, sich jetzt entmutigen zu lassen. Ich glaube, ich bin jetzt dran, dir zu helfen, genau wie du mir geholfen hast. Weißt du noch, als ich damals deine Hilfe brauchte, als ich keine Kraft mehr hatte, an mich zu glauben? Da hast du an mich geglaubt und es war richtig so. Erinnerst du dich nicht mehr? Du warst mein einziger Freund und du hast mich gerettet, Eden. Und jetzt verlange ich nur von dir, dass du mir die Gelegenheit gibst, dir zu helfen. Ich meine, ist denn das wirklich zu viel verlangt? Wer soll dir denn sonst helfen? Wenn du mein Freund wärst, würdest du nichts Unmögliches verlangen. Ah, Eden, ich bitte dich. Du sagtest, meine Liebe gab dir die Kraft, das die ganze Zeit über durchzustehen. Und jetzt erklär mir bitte, was sich geändert hat. Eden, begreif doch. Ich habe nur den einen Wunsch, und zwar dir zu helfen. Du kannst es nicht, es tut mir leid. Nun, wenn du es nicht willst, dann kann ich dir wirklich nicht helfen. Na schön. Aber ich könnte dir helfen. Jedoch nur, wenn du es erlaubst. Ja, das Kopfrechnen ist doch nicht so leicht, wie ich dachte.
Und wofür nehmen wir die Körbe, Mom? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Vielleicht Ostereier? Oh ja, die machen wir anschließend, okay? Ich fürchte, bis Ostern sind sie längst schlecht geworden. Da könntest du recht haben, Mom. Meinst du, dann verschieben wir es doch lieber. Ich bin froh, dass ich nicht im Camp bin, sondern hier bei dir. Im nächsten Jahr, da habe ich vielleicht noch mal die Gelegenheit auszureißen, meinst du nicht? Oh, hör zu. Vielleicht ergibt sich im nächsten Sommer eine bessere Lösung für uns. Na gut. Aber ich wünschte, ich wäre viel öfter bei dir. Wieso lässt Dad mich nicht? Ich würde sagen, weil er denkt, dass ich... Hör zu, Brandon. Das macht er nur, weil er dich liebt, verstehst du? Er will für dich doch nur das Beste. Ja, sicher. Nur würde ich dich gerne öfter sehen, Mom. Du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet, so etwas zu hören. Ich habe manchmal Angst, du könntest mich vergessen. Dich vergessen? Aber wieso denn? Na, Menschen sind so, Brandon. Das passiert viel öfter, als du glaubst. Aber ich will, dass du mir eins versprichst. Dass, was immer auch passiert, du mich nie vergisst, Brandon. Ich versprech's dir. Ich muss in einem früheren Leben sehr gut gewesen sein, sonst hätte ich ein Kind wie dich nicht verdient. Ja, aber du weißt nicht mehr, was du Gutes getan hast, oder? Vielleicht erinnere ich mich mal. Du hast ja keine Ahnung, wie viel es mir bedeutet, mit dir zusammen zu sein. Ich finde es schrecklich, mich so selten mit dir treffen zu können, weißt du? Und jetzt dauert es wieder ein paar Monate, bis wir uns beide wiedersehen dürfen. Ich werde dich furchtbar vermissen. Weinst du jetzt, Mom? Nur ein kleines bisschen. Oh, Liebling, ich wünschte, du müsstest nie fortgehen. Es ist so schrecklich für mich, dich jetzt wieder gehen zu lassen. Wir hatten bis jetzt noch nicht die Gelegenheit, uns zu unterhalten, Kane. Sie sind wahrscheinlich genauso misstrauisch wie der Rest der Capwells. Das kann ich auch verstehen. Ein wenig schon. Aber Eden kennt sie besser als wir alle und ich vertraue ihr. Das war von Ihnen diplomatisch ausgedrückt. Eden hält sehr viel von Ihnen. Richtig. Manchmal ist Ihr Vertrauen fast beängstigend. Sie wissen doch, mein Erinnerungsvermögen ist immer noch blockiert. Ich weiß. Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das für Sie ist, Kane. Nicht zu wissen, wer Sie wirklich sind. Ja, da haben Sie recht, das ist furchtbar. Ich meine, Sie haben nichts, was Ihnen Halt gibt, wenn Ihre Vergangenheit wie ein leeres Blatt ist. Und Sie wissen nie, was alles an die Oberfläche kommen kann. Können Sie es ändern, Kane? Nein. Ich kann jetzt nur abwarten, Kelly. Ich weiß nur, dass ich etwas Wertvolles verloren habe. Ich kann nicht genau sagen, was. Ist es meine Individualität? Ich weiß nicht genau. Als ich damals in den Bergen war. Was ist, Kane? Die Berghütte, ich glaube, ich kann sie jetzt sehen. Die Decke und die Wände und die Türen und die Fenster. Oh mein Gott. Ich sehe alles plötzlich vor mir. Du verlangst so viel von mir. Ich schaffe es einfach nicht. Tut mir leid, Cruz. Du schaffst es, Eden. Versuch es. Ach, Cruz. Für dich ist alles so simpel und so kinderleicht. Du sagst, vertrau mir bloß, dann klappt es schon. Es ist doch auch ganz einfach. Du machst es nur kompliziert. Heute ist etwas Wunderbares passiert. Was hast du getan? Du bist zu mir gefahren. Und weißt du wieso? Weil du instinktiv richtig gehandelt hast. Weil ich dein Mann bin. Und weil es mich vor allen anderen etwas angeht. Wenn dir jemand helfen kann, dann bin ich es. Auch wenn du es vielleicht anders siehst, aber so ist es, Eden. Du sprichst wie ein Anwalt. Na gut, vielleicht werde ich auch noch Anwalt. Ich hätte nichts dagegen, mich zu verändern. Probieren wir es. Zieh doch zu mir und hilf mir dabei, Jura zu studieren. Ach, Unsinn. Ach, du denkst, ich mache Witze. Alles ist möglich. Ja, für dich vielleicht. Wieso nur für mich? Weil Anwälte nicht in Rollstühlen sitzen dürfen? Ich weiß, es gibt Rechtsanwälte und, dann die Ärzte und Schriftsteller. Und weißt du, eigentlich sitzt ja fast jeder in Amerika im Rollstuhl. Und sind sie nicht alle schrecklich glücklich?
Wir reden über unser Verhältnis, kapiert? Und das ist etwas ganz anderes und das weißt du. Fein. Du hast das Recht, die Lage zu beschreiben, wie du sie siehst. Und ich habe das Recht zu sagen, du siehst das falsch. Und wir beide haben das Recht, unser Verhältnis aufzulösen. Oder trotz allem zu versuchen, das Beste aus der Lage zu machen. Und damit meine ich, dass wir beide jetzt nicht aufgeben, Eden. Lass uns das Risiko eingehen. Seit wann hast du keine Lust mehr, ein Risiko einzugehen? Ganz einfach, seitdem ich nicht mehr auf meinen eigenen Füßen stehen kann. Tut mir leid, ich wollte wirklich nicht sauer auf dich werden. Tut mir wirklich leid. Aber weißt du, du siehst das alles völlig falsch. Als ich dir sagte, dass ich dich liebe und ich bat mich zu heiraten, sagte ich da zu dir, es dürfte keine Veränderung geben? Nein, das habe ich nicht getan. Ich habe erwartet, dass ich einiges verändern würde. Du etwa nicht? Ich habe keine Angst vor Veränderungen. Ich habe Angst, weil ich nicht weiß, ob ich je wieder gesund werde. Nein, du wirst nicht dein Leben lang in diesem Rollstuhl bleiben. Glaub mir. Wieso bist du denn heute hier erschienen? Warum denn wohl? Wieso, Cruz? Vielleicht, weil ich nicht nachgedacht habe. Und das war ein Fehler. Ich gehe jetzt. Wirst du wiederkommen? Ja, Cruz. Denn ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Und ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Und das weißt du genau. Sieh dir alles gut an. Denn hier werde ich auf dich warten. Und du wirst bald wieder hier sein. Hallo? Ja, das ist richtig. Was hätte ich für einen Grund, Brandons Sachen abzuholen? Er bringt sie doch selbst mit. Wie bitte, er soll bei mir sein? Welche Frau? Ich habe gar keine schwedische Sekretärin. Warten Sie mal, jemand namens Ola... Sir Ralph hat uns angerufen und mitgeteilt, dass Brandon wieder da ist und alles in Ordnung wäre. Er war selber noch am Telefon. Nein. Nein, warten Sie bitte noch, keine Polizei. Ich will vorher noch etwas klären. Ich rufe Sie wieder an. Schatz, ich habe ein bisschen über dich und Brandon nachgedacht und mir ist einiges klar geworden. Und? Es ist so... Ich glaube, ich verstehe inzwischen besser, was es bedeutet, wenn einem das Kind weggenommen wird. Siehst du denn keine Chance, dass ich Brandon von Sissy zurückkriege? Wenn du eine ehrliche Antwort willst, ich glaube nicht. Du weißt nicht, wie furchtbar es für mich ist, ihn jedes Mal wieder gehen zu lassen. Ich kann ihn dir nicht zurückgeben. Ich kann höchstens versuchen, dir ein bisschen darüber hinwegzuhelfen. Das hätte ich nie geglaubt, dass du irgendwann einmal ein Trost für mich bist. Das ist ja ein ganz neuer Zug an dir. So, das war's. Was? Er muss zurück zu Sissy. Je länger ich warte, desto schlimmer wird es. Ach, komm schon. Du wirst ihn ja wiedersehen. Ah, jetzt ist alles vorbei. Ja, wir haben es geschafft. Naja, noch nicht ganz. Ich mache mir auch Sorgen wegen Mason, Julia. Aber ich denke, ich habe jetzt etwas Wichtiges begriffen. Ich weiß jetzt, dass ich notfalls auch ohne Mann leben kann. Und das war neu für mich. Aber wenn Sie nicht gewesen wären, hätte es böse ausgehen können, Julia. Dankeschön. Und wissen Sie, noch etwas ist passiert, was ich nie erwartet hätte. Was denn? Ich hätte nie erwartet, dass wir Freundinnen werden. Pearl?
Hey, mein Freund, was geht's? Hör zu, wo ist eigentlich dieser kleine Lieferwagen, den du früher mal hattest? Existiert der noch? Na sicher, Cruz, der steht hinterm Haus. Wieso fragst du? Für dich habe ich einen Job. Ich arbeite doch schon für dich. Willst du mir nicht sagen, was es ist? Ha? Du siehst aus, als ob du weißt gerade du, das große losgezogen hast. Ich habe etwas zurückgewonnen, von dem ich dachte, es wäre schon endgültig verloren gegangen. Und was? Hoffnung. Die Berghütte ist winzig. Sie ist erheblich kleiner als dieser Raum hier. Da ist ein Tisch in der Mitte. Und ein Bett. Und ein Ofen. Und durch das Fenster sehen Sie in ein weites Tal. Und ganz hinten, da sind schneebedeckte Berge. Aber ich weiß immer noch nicht, was da passiert ist. Sie müssen Geduld haben, Ken. Sie werden sich erinnern. Und Eden ist auch da. Sie kann nicht laufen. Sie sitzt, und zwar in einem Rollstuhl. Hallo, Eden. Du kommst schon? Was ist passiert? Nichts. Ich sitze immer noch im Rollstuhl. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Oh, dein Hochzeitskleid. Na ja, noch nicht ganz. Uns ging das Material aus. Es ist wirklich wunderschön. Danke. Du wirst eine wunderbare Braut sein. Ich danke dir. Ich hoffe, dass du auch bald... Kelly, weißt du, du musst mir noch sagen, was ich auf deiner Hochzeit tragen soll. Oh, vielleicht könnten wir zusammen etwas aussuchen. Ja, das ist eine gute Idee. Kane glaubt, er kann sich an etwas erinnern, Eden. Vielleicht erzählt er es dir jetzt selbst. Ich muss telefonieren, er entschuldigt mich. Woran erinnerst du dich, willst du es mir sagen? An alles, an die Einrichtung, die Fenster, die Tannen vor der Tür, an den See. Es ist wunderschön, du hast recht gehabt. Ja, natürlich, ja. Aber etwas, weißt du, etwas ist anders, als ich gedacht habe. Was denn? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Diese Gefühle, die jetzt plötzlich wieder in mir hochkommen, sie betreffen dich und sie werden immer mächtiger. Was für Gefühle, Kane? Du musst mir jetzt helfen, Eden. Ich muss jetzt endlich wissen, was in der Hütte zwischen uns beiden geschehen ist. Lass mich da noch bleiben. Nur noch ein bisschen, bitte. Ich hätte ja nichts dagegen, Darling, aber ich fürchte, dein Daddy wird langsam ungeduldig. Onkel Keith? Ja? Du wolltest mir doch das Schachspielen erklären. Das werde ich auch, allerdings erst, wenn du Halma begriffen hast. Gina, mach die Tür auf! Sofort! Wir müssen ihn verstecken. Gina, ich bitte dich, das hat doch keinen Sinn. Na komm. Du auch, Brandon. Wo ist er? Wo ist... Dad! Oh, Brandon. Oh. Ist alles okay? Wie lange warst du hier? Eine Woche. Ich weiß, ich habe am Telefon geflunkert. Aber es war wirklich toll hier, glaub mir. Ist ja schon gut, Brandon. Tust du mir jetzt einen Gefallen? Würdest du unten auf mich warten, ja? Ist gut, aber sei nicht böse mit Mami. Sie hat es wirklich nur gut gemeint. Okay, mein Junge. Warte draußen auf mich. Sissi, es ist nichts passiert. Nichts passiert? Gar nichts. Du hast ihn gekidnappt. Jetzt gehen Sie zu weit, Sissi. Sie finden, ich gehe zu weit. Ich bin entschlossen, noch viel weiter zu gehen. Ich werde etwas tun, was ich schon immer tun wollte. Ich habe jetzt die Möglichkeit. Ich werde dir Brandon wegnehmen, und zwar für immer. Hast du verstanden? Bitte, Sissi, tu das nicht. Was hast du, Liebling? Hallo. Was ist denn los? Nichts. Weißt du, mir tut Eden so leid. Sie war vorhin so verletzt, als sie mein Hochzeitskleid sah. Sie hat versucht, es nicht zu zeigen, aber ich meine, sie hätte zuerst heiraten müssen. Weißt du, irgendwie fühle ich mich hilflos, weil ich gar Nein, nicht Nein, Kelly, hör mir bitte zu. Selbstverständlich war Eden verletzt für einen Moment. Aber wirklich nur für einen Moment. Eden liebt dich, Kelly. Das weiß weißt ich, du. Aber... Ich würde wirklich alles tun, damit sie ebenso glücklich ist, wie wir sind. Warte mal, was tust du hier? Was soll das? Sieh weg, los, sieh weg, du siehst mein Hochzeitskleid, sieh weg! Es ist bereits geschehen und du siehst noch viel aufregender aus, als ich es mir gedacht hatte. Das ist nicht witzig, hör auf damit! Nicht? Das meinst du ernst, oder?
tut mir leid, Liebling, aber du weißt doch, ich bin nicht abergläubisch. Und auch wenn ich es wäre, wer immer dich in diesem Kleid sieht, und auch wenn es der eigene Bräutigam vor der Hochzeit ist, vergisst seinen Aberglauben. Ich kann sehen, wie ich in dem kleinen See schwimme, Eden. Und du schwimmst neben mir. Ich empfinde eine unglaubliche Freude, dass du in meiner Nähe bist. Eden, du hast immer nur zu mir gesagt, dass wir beide gute Freunde gewesen sind. Aber es war mehr als nur eine Freundschaft, habe ich recht? Nein. Wir waren nur Freunde, Kane. Dann verschweigst du mir etwas, Eden. Das kannst du nicht tun. Du hast kein Recht, mir etwas zu verschweigen. Nein! Ich verschweige dir gar nichts, nichts. Es tut mir leid, ich kann dir im Moment nicht helfen. Also hör auf zu fragen, okay? Was ist passiert, als du bei Cruz warst? Nichts, Kane. Das Gefühl in meinen Beinen ist wieder weg. Und ich weiß jetzt, es war ein Fehler, zu Cruz zu fahren. Er hat mir zwar gesagt, es macht nichts. Und das Wichtigste sei, dass ich gekommen bin. Das kann ich gut verstehen. Er hat so getan, als hätte ich ihm etwas geschenkt. Doch das stimmt nicht. Und jetzt macht er sich falsche Hoffnungen. Ich bin die Kameliendame mit Hortensien und Lilien und Rosen und Hahnenkamm. Hier. Aber Pearl, was soll das? Das ist der Garten von Eden. Da ist noch viel mehr draußen, ein ganzes Auto voll. Cruz wollte nicht, dass du ihn für geizig hältst. Ich wette, das ist er, höchstpersönlich. Hallo? Hallo. Ich liebe dich.